Moin Moin und willkommen zu Let's Play Half-Life. Schönes Bild gerade übrigens. So, wir haben das letzte Mal den Typen hier erreicht. Wovon ich halt schwer ausgeht, dass es der Boss ist. Und ich habe jetzt mal... Das ist leider der letzte Safe. Ich hätte eigentlich gerne den Safe gehabt, wo ich noch durch das rote Tor gehen muss. Einfach nur so der Sicherheit halber. Na gut. Ich habe jetzt diesen Safe hier noch gefunden, den habe ich jetzt geladen und nur noch mal einen neuen noch gesetzt, damit ich den immer wieder laden kann, weil ich fürchte, der wird halt irgendeinen anderen wieder laden ansonsten. Also okay. Erstmal spreche ich jetzt hier. So. Die Kristalle zerstören. Daneben. Was? Das reicht nicht? Ach, und die Portale verfolgen? Stopp, das will ich auch. Ich will wissen, ob ich die Portale ausweichen kann. Kann ich irgendwie vielleicht mich hinter verstecken und zu den Portalen gehen? Ja, das geht. Okay, weil ich fürchte, das wird die große Schwierigkeit sein. Die Portale brechen mir das Genick. Oder er selbst macht es. Das ist natürlich auch eine Option. Alter, wie soll ich denn was machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn getroffen. Ja, okay, ich bin beinahe tot. Sehe ich ein. Wieso ist hier nichts? So. Hier sind drei oder vier Kristalle, falls da oben auch noch einer ist. Die werde ich zerstören müssen. Ja, das ist... Da muss ich schon sagen, der Boss ist, hat keine schöne Aufmachung. Weil das hier, diese Sprungsequenzen, da bin ich zu angreifbar. Hier, ich fliege auch noch höher. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich hier sitzen bleiben kann. Und die Kristalle vernichte. Zwei down, ganz ehrlich, ich speichere jetzt sogar mal. Das ist nicht ganz unriskant, aber... Ich habe ein dezentes Problem mit dem Gegner. Wo sind die kleinen Viecher hin? Er hat erst gerade vielleicht sogar umgelegt für mich, das wäre sehr freundlich. Das war ein Portal, das hat mich fast erwischt. Nein, verdammt. So, ja, komm mal hier runter. Du Hackfresse. Portal, okay. Stein schlägt Portal oder so. Ich habe ein Problem. Ja. Laden. Ich habe vorhin gerade noch ein großes Problem, glaube ich. Ja, ich komme hier nicht mehr weiter quasi. Und das war... Okay, ich bin tot. Ich nehme jetzt echt Schaden, das hat doch vorher funktioniert. Also wahrscheinlich muss ich dann hier drüber bleiben oder so. Ich das, oder ich gehe nach ganz unten. Ja, das bremst meinen Sturz auch, okay. So, das waren die Kristalle. Was jetzt? Das Portal besporen. Ups. Oh, da. Nein. Scheiße. Nein. Okay, ich bin tot. Ich verstehe es aber gerade noch nicht ganz. Ich kann die Kristalle zerstören. Okay, aber was bringt mir das?
Jetzt sind die Kristalle wieder down. Was habe ich davon? Das ist ja die eigentliche Frage. Ist der jetzt vielleicht verwundbar oder so? Kann man seine komischen Kugeln abknallen? Es wäre wesentlich einfacher, wenn ich wüsste, wie man diesen Boss bekämpft. Weil er beschwört ja auch haufenweise Minions. Bosse, die Minions beschwören können, sind richtig nervig und das immer. Ich bin auch schon fast tot und ich müsste da hoch, um mich zu heilen. Den Weg nach oben würde ich gar nicht überleben. Hier fest dann quasi zwangsweise Schaden, weil ich ein Portal ausweichen muss und gleichzeitig halt dem, was nicht geht, weil ich in dem Stein bleiben muss für das Portal. Mach ich überhaupt irgendwie Schaden? Ich weiß es ja nicht. Schick mich mal weg, genau. Das ist immer eine feste Reihenfolge, oder was? Wobei, wenn es eine feste Reihenfolge ist, kann es sogar sein, dass ich das machen muss, dass ich mich von den Portalen treffen lassen muss. Was ich auch nicht schön fände. Natürlich, der schießt den Tod noch weiter. Oh, das ist dämlich. Ich würde so gern safe setzen, aber ich traue mich auch irgendwie nicht. Weil ich den nicht überschreiben will, den ich da hatte. Wobei. Oh Gott. Ich traue es dem Spieler irgendwie zu, dass ich mich von den ganzen Portalen treffen lassen muss, dass ich das hier alles durchmachen muss. Was immer noch eine Scheißsache wäre. Wird mir überhaupt nicht gefallen. Au. Ja, obwohl er tot ist, schießt er noch sämtliche weiteren Projektile. Oh, das ist auch doof. Eieiei. Ups. Ui, das wollte ich nicht. Nein! Oh Gott. Doch schon, ich schaff's jetzt nicht. F5. Einmal speichern. Ich krieg ja Hilfe. Au. Rennt er gerade oder sind das seine komischen Kugeln, die da hinterm Kopf sind? Jetzt bin ich wieder hier unten. Energie, war Energie bei? Nein, nur Heilung, ja toll. Heilung finde ich im Bossraum auch. Was ich brauche ist Energie. Oh, ich bin tot. Ich bin sowas von tot. Noch einer. Hatte ich vielleicht gerade alle erwischt. Hallo? So. Und wieder speichern. Ich will schon mal sagen, wenn ich in diesem Part nicht rausfinde, wie man den Boss besiegt, dann gucke ich es nach. Weil ich möchte auch jetzt nicht noch 5 Parts an dem Boss hängen. Da habe ich einfach auch, dann hätte ich dann selbst keine Lust drauf. Nur weil ich halt. Moment, sein Schädel ist offen. Oh, ich glaube, ich verstehe, was ich tun soll. Nein, 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 nein. Scheiße. Oh Gott, was ist das denn? Kannst du mal da rausspringen? Wie gesagt.
So, wie wäre es jetzt mit ein bisschen Life-Rack? Kriege ich irgendwo ein bisschen Leben her? Nein? Danke, Spiel. Danke für nichts. Achso, das ist ein Fisch. Ich speichere einfach mal wieder, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Oh, Heilung. Nice. Was? Gut, wenn ich mich an die Wand drücke, nehme ich keinen Schaden. Ich dachte schon, wie jetzt? Ich sterb da. Ach, müssen wir's. Nein, wieso bin ich jetzt geflogen? Egal. Erstmal das Herz mitnehmen. Okay, wir haben offensichtlich eine sehr seltsame Gravitation hier, weil sobald ich über den Rand laufe, fliege ich nach oben. Heilung. Aber erstaunlich, Leute sind teilweise bis hierhin vorgedrungen, bis zu dem Typen. Hm. Also ich habe jetzt zwei Theorien zu diesem Boss. Beide gefallen mir nicht. Erstens, ich muss jetzt hier einfach nach und nach diese Räume überleben, die er mich mit den Portalen schickt. Wahrscheinlich nachdem man die Kastelle zerstört hat oder so, weil er dann erst Schaden dadurch nimmt oder so. Keine Ahnung. Wäre eine Möglichkeit. Weil gerade ist ja schon sein Kopf aufgegangen. Das ist irgendwie, sieht es komisch aus. Zweite Theorie, genau das ist es. Sein Kopf geht auf und ich muss oben reinschießen. Das würde bedeuten, dass ich irgendwie ganz nach oben auf diese oberste Plattform kommen muss oder so. Und ich habe keine Ahnung, wie das machbar sein soll. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich hier irgendwas rauskommen soll. Achso, ich sehe es. Oh Gott, ich speichere mal. Okay, das hat aus irgendwelchen Gründen jetzt wieder keinen Schaden gemacht. Und einmal da rein, bitte. Natürlich nicht. Macht das echt keinen Schaden, wenn ich hier runterspringe? Komisch. Warum hat das denn vorher Schaden gemacht? Ja, komm. So. Wie sieht der jetzt aus? Sein Schädel ist offen. Der brennt. So, das Ding ist tot. Er macht jetzt auch weniger Angriffe. Ich ihn nochmal. Er wird halt jetzt einfach sogar deutlich schwächer, ne? Ich meine, seine roten Kugeln sind weg. Orange. Ich glaube, das wird mich umbringen, was ich hier gerade versuche. Er macht jetzt halt auch keine Portale mehr, ne? Komme ich irgendwie da hoch? Au. So jedenfalls nicht. Ups. Ich will da gerne mal runter, ohne zu sterben. Geht das hier mit der Wand auch so? Na, irgendwie geht's. Versuchen wir mal, ob ich da hinten hochkomme. Vielleicht bringt das was. Aber auf jeden Fall ist der Boss jetzt sehr geschwächt. Also die Portale machen war richtig, okay. Wie gesagt, blöd. Ich hätte normalerweise immer versucht, die zu umgehen. Hier oben gibt's noch nichts. Moment, was? Hab's geschafft? Hat das echt funktioniert? Wahrscheinlich habe ich da wirklich etwas an den Hirn gegrillt oder so. Das sieht irgendwie ungesund aus, was da gerade passiert. Also auch ungesund für mich, theoretisch. Ach du! Gordon Freeman in voller Glorie. Oder sagen wir besser im Schutzanzug. Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihnen Ihre Waffen abzunehmen. Die meisten davon sind ohnehin Regierungseigentum.
Was den Anzug anbetrifft, da würde ich sagen, dass Sie sich den redlich verdient haben. Die Grenzwelt Zen wird dank Ihnen jetzt wieder von uns kontrolliert. Ziemlich hartes Stück Arbeit, was Sie da geleistet haben. Ich bin beeindruckt. Und aus dem Grund bin ich auch hier, Mr. Freeman. Ich habe meinen Arbeitgebern ihre Dienste empfohlen und wurde daraufhin beauftragt, ihnen einen Job anzubieten. Sie sind mit mir einer Meinung, dass sie über ein fantastisches Potenzial verfügen. Sie haben bewiesen, dass sie ein entschlussfreudiger Mensch sind. Also dürften Sie meiner Meinung nach keine Probleme haben zu entscheiden, was Sie tun möchten. Wenn Sie interessiert sind, treten Sie einfach in das Portal. Ich werde das andernfalls... Tja, kann ich Ihnen einen Kampf anbieten, bei dem Sie keine Chance auf Sieg haben? Wäre eine ziemlich herbe Enttäuschung nach allem, was Sie gerade überlebt haben. Sie sollten jetzt Ihre Wahl treffen. Ganz ehrlich, du bist mir nicht geheuer, aber ich habe jetzt keinen Bock nochmal zu kämpfen. Ich nehme dieses Angebot mal an. Eine kluge Entscheidung, Mr. Freeman. Ich sehe Sie dann oben. Status angestellt, wartet auf Auftrag. Okay. Das war's jetzt? Das ist Wealth. Das war's wirklich? Okay, zugeben. Jetzt interessiert es mich ja doch irgendwie, was passiert wäre, wenn ich das, wenn ich das Angebot abgelehnt hätte. Ob ich dann wirklich einfach quasi gestorben wäre. Ob man wirklich einen Kampf hätte kämpfen müssen. Oder ob man quasi einfach nur umgehauen hätte. Ob man wirklich vielleicht hätte auch kämpfen müssen und man hätte nicht gewinnen können. Oder ob es vielleicht sogar wirklich ein Kampf ist, den man irgendwie gewinnen kann. Wäre natürlich irgendwie auch interessant gewesen. Das werde ich mir dann selbst einfach mal auf YouTube angucken. Das gibt's 100 Pro. Und das ist die Credits, weil ich sehe schwarz und, naja, mein Interface. Okay, wenn man Escape drückt, landet man im Menü. Nur, dass der Hintergrund fehlt. Okay. Das waren kurze Credits, meine Fresse. Aber, okay. Half-Life. Sehr interessantes Spiel, wirklich. Ich meine, gut. Ich habe es ja zwischendurch schon mal erwähnt. Es erinnerte mich irgendwie durchaus so ein bisschen an 4. Das liegt jetzt vielleicht auch einfach daran, dass beide Spiele eine relativ ähnliche Grafik haben, weil sie beide alt sind. Wobei 4 sogar noch etwas neuer dann ist und auch aussieht. Interessanterweise muss ich ja sagen, ich finde es ja oftmals dann irgendwann auch langweilig, wenn man durch ein Spiel einfach durchrennt, alles abknallt, was sich bewegt. Das war hier mehr oder weniger der Fall. Wir sind einfach durchgerannt, haben Aliens und Soldaten abgeschnetzelt, viel mehr war da eigentlich nicht. Deswegen an sich vielleicht recht wenig Story. Story war schon vorhanden, aber halt wenig Storytelling eigentlich. Normalerweise finde ich sowas mal schade und auch gerne mal schnell langweilig, aber aus Gründen, die ich selbst nicht wirklich erklärt kann, hat mir dieses Spiel echt Spaß gemacht. Gut, zweimal wusste ich nicht, wie ich weiterkomme. Das eine Mal war mit diesem Ventilator, weil ich da... Also, weiß nicht, bin ich ja einfach nicht drauf gekommen. Das andere Mal war ich einfach zu blöd, den Weg zu sehen, weil ich auch nicht genau aufgepasst habe. Das war meine Schuld. Jetzt den Boss hier am Ende zum Beispiel. Also, der Bosskampf war auch sehr interessant. Auch da... Man muss in die Portale reinrennen, okay. Ich weiß nicht, ob es... Also, es war wahrscheinlich nötig, diese Kristalle zu zerstören. Keine Ahnung, was genau das alles gebracht hat. Was wäre passiert, wenn ich sie nicht zerstört hätte? Wäre ich dann trotzdem durch die Portale gekommen? Wäre er trotzdem gestorben? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was genau ich bei diesem Boss jetzt gemacht habe. Aber ich habe ihn besiegt. Finde ich auch jetzt irgendwie schön, dass ich das Spiel mal nachgeholt habe. Umso gespannter bin ich jetzt natürlich auch auf Half-Life 2. Das werde ich dann auch nochmal später irgendwann Let's Playen. Was ich jetzt sonst hier als Nachfolger von Half-Life mache, weiß ich wie immer nicht. Es ist für mich ja immer das Gleiche. Oh, Spiel vorbei, was machst du jetzt? Keine Ahnung.
Würfel, such dir 10 Spiele, die dir gefallen und würfel aus, was du daraus machst oder so. Also. Ich finde es halt echt witzig, dass wir einfach das Menü ohne Hintergrundbild haben. Das ist einfach schwarz und das Menü. Interessant. Gut, ich würde jedenfalls sagen, das war es dann erstmal von Half-Life insgesamt. Und ja, hat Spaß gemacht. Schönes Spiel eigentlich. Dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal. Schönen guten Tschüss.